Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, der heute etwas anders sein wird als die bisherigen, denn ich habe mir eine Challenge überlegt, mit der ich hoffentlich heute noch die Korrektur vom vierten Teil vom Hexenprojekt fertig bekommen werde. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem ich mir gestern nochmal meine Statistik angeschaut habe auf meinem Laptop, wie lange ich für die letzten Kapitel gebraucht habe, der Durchschnittswert liegt bei 21 bis 22 Minuten. Das heißt, ich könnte theoretisch 3 Kapitel in einer Stunde mindestens schaffen. Das ist aber nicht das Ziel dieser Challenge, weil ich weiß, dass das ein bisschen zu viel des Guten ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich werde einfach versuchen, jede Stunde ab jetzt, es ist kurz nach 10, ein Kapitel fertig zu machen. Wenn alles so läuft, wie es sollte, wäre ich um 23 Uhr mit dem letzten Kapitel fertig, das ich jetzt gerade habe als Kapitel 25. Kann natürlich noch passieren, dass ich 1 oder 2 Kapitel in dem Buch teilen werde. Dann habe ich halt morgen noch ein paar übrig. Aber im Prinzip ist das Ziel jetzt, jede Stunde ein Kapitel fertig zu machen. Und den Rest der Stunde kann ich machen, was ich will. Also nicht immer, weil ich muss auch den Vlog jetzt dann für heute, der für euch gestern rausgekommen ist, für mich heute rauskommen, den muss ich noch fertig machen und so. Und euch natürlich auch zwischendrin updaten und essen und trinken und all diese Sachen. Aber ansonsten ist das heute der Fokus des Tages. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar, weil wie gesagt, 20 Minuten, manchmal waren es auch nur 10 Minuten, je nachdem wie lang das Kapitel ist, und die kommen, die sind jetzt nicht so gigantisch lang wie am Anfang. Also am Anfang hatte ich teilweise Kapitel, die waren über 5000 Worte und jetzt ist alles so zwischen, ich würde mal sagen, 2000, 2500, lasst mal gucken. Also Mittelwert steht jetzt da 2024 Worte. Das geht auf jeden Fall. Das ist der Plan für heute. Und nachdem ich jetzt nur noch ungefähr 40 Minuten Zeit habe, um dieses Kapitel fertig zu kriegen, Kapitel 13, wir starten mit einer 13, das ist ein gutes Zeichen, beende ich dieses Update, diese Einführung in den Vlog jetzt und fange an, hier ranzuklotzen und melde mich in ein paar Stunden oder vielleicht auch gleich danach wieder bei euch. Ich weiß es nicht genau, aber ich werde heute häufiger hier einchecken, um euch zu erzählen, wie es so gelaufen ist. Also ihr merkt, ich bin heute voll gehypt. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber ich habe gestern so ein YouTube-Video gesehen. Ich versuche es unten zu verlinken, wenn ich es nochmal finde, das mich sehr inspiriert hat. Es war wieder auf Englisch und also das, was sie da drin erzählt, ist ungefähr das, was gerade so in mir vorgeht. Falls es euch interessiert, dann schaut es euch gerne an. Es war wirklich gut und sie hat sehr viele gute Argumente gebracht und ich werde jetzt nicht mehr hier rumsitzen und die Zeit verplempern, sondern endlich loslegen. Wir sehen uns später wieder. Ciao! Hallo Freunde, es ist genau 40 Minuten später ungefähr und ich habe das erste Kapitel für heute geschafft. Es sind noch 8 Minuten, bis diese Stunde um ist. Das heißt, die werde ich jetzt nutzen, um mich kurz auszuruhen, ein bisschen neuen Kaffee zu holen und so. Aber das 13. Kapitel ist fertig und es war gar nicht so schlimm, als ich am Anfang gedacht habe. Ich habe gedacht, ich musste noch einiges am Anfang umschreiben, aber ich habe nur ein bisschen Dialog reingefügt noch, um das ein bisschen aktiver zu gestalten. Jetzt müsste das eigentlich passen, so wie es ist. Dann geht es später in so einer Viertelstunde oder so mit Kapitel 14 weiter. Aber ich glaube, es war eine gute Idee, das so zu machen, dass ich jede Stunde ein Kapitel schreiben werde. Und ich glaube, ich werde das auch in Zukunft so machen, wenn ich an meinen Büchern arbeite. Wenn ich entweder sie schreibe, sie plane, okay, da vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, wenn ich sie korrigiere. Ich komme da zwar immer wieder aus dem Flow raus, aber es ist für mich, glaube ich, einfacher, das so zu machen, als 2 Stunden am Stück an so einer Sache zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass das zwar geht für mich, aber dass ich da nicht so produktiv bin, wie wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt für 20, 30 Minuten oder so eine Sache machen und kann danach erstmal Pause machen oder so. Das ist für mich irgendwie leichter, als 2 Stunden am Stück mich hinzusetzen und ohne Pause mehr oder weniger durchzuarbeiten. Gut, dann mache ich jetzt eine Pause und dann sehen wir uns nach dem nächsten Kapitel oder dem übernächsten Kapitel, ich weiß es nicht so genau, wieder. Yay! Aber es geht voran und ich bin jetzt tatsächlich bei der Hälfte vom Buch angekommen, vom Word Count her.
Kapitel 14 ist auch geschafft. Ich habe noch ungefähr 20 Minuten bis zur nächsten Stunde. Es ist jetzt 11.40 Uhr. Und wow, also ich habe total vergessen, wie sehr ich dieses Buch liebe. Ich glaube, das ist bisher mein liebstes Buch aus der ganzen Serie. Einfach weil so viele krasse Sachen passieren und sich das alles immer so weiter hochsteigert. Oh, es ist echt richtig gut. Und ich freue mich so, wenn ihr das dann lesen könnt. Der Plan ist, dass ihr das im Januar zu lesen bekommt. Ich weiß noch nicht, ob ich das genau schaffe, aber eigentlich würde ich das ganz gerne so haben. Meine Tabelle sagt mir, ich habe noch 4,6 Stunden, bis ich das Buch fertig habe. Es läuft echt gut. Also ich bin sehr überrascht und freue mich total, dass das alles so gut läuft und so spannend auch ist, weil jetzt alle irgendwie zusammenarbeiten, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen. Und zack, gerade wo sie denken, jetzt geht's los, passiert wieder was Krasses. Und das ist... Und das ist nur der Anfang, Leute. Das ist nur der Anfang. Es kommen noch so viele krasse Sachen. Ich habe so viele tolle Ideen für diese Reihe. Es war echt die richtige Entscheidung, dass ich da angefangen habe, die zu schreiben und jetzt mit euch teile und veröffentliche und hinaus in die Welt trage. Und ich bin gerade mega gut gelaunt, was vielleicht auch daran liegt, dass ich jetzt schon ein bisschen mehr Kaffee-Intus habe. Ich denke, ich werde wieder eine kurze Pause machen. Ich habe gerade eben in meiner anderen Pause hier diesen hübschen CD-Player für meine Oma beschriftet, damit sie weiß, wie der funktioniert, weil sie manchmal auch nachts nicht schlafen kann, genauso wie ich. Und jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht hilft es ihr ja, Hörbücher zu hören. Deswegen habe ich jetzt hier überall schön Washi-Tape drauf gemacht und beschriftet, wie das funktioniert und was sie drücken muss. Ich habe auch erst ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, wie man das Ding wieder ausschaltet. Das ist nämlich auch nicht so leicht, aber mit Geduld und Spucke fängt man jede Mucke oder wie auch immer das heißt. Ja, das bringe ich ihr jetzt rüber und zeige ihr kurz, wie das funktioniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Schnipsel, wenn ich hoffentlich wieder ein bisschen weitergekommen bin. Aber es läuft wirklich gut. Zurück. Es ist mittlerweile schon wieder recht spät, fast 10 Uhr abends. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen Zeitplan nicht ganz so eingehalten. Ich hänge noch ein paar Stunden hinterher. Ich bin momentan bei Kapitel 19 von 25 und ich hätte Kapitel 19 vor 17 Uhr fertig machen sollen, wenn ich wirklich meinen Plan hätte durchhalten können, jede Stunde ein Kapitel zu schreiben. Aber nachdem ich auch das Video, das ihr gestern gesehen habt, fertig machen musste und das auch wieder länger gedauert hat, weil ich gestern, als ich das gedreht habe, zu später Stunde zu einer Quasselstrippe mutiert bin und ich gucken musste, welche Teile ich rausschneide, damit es trotzdem noch Sinn gibt, weil es einfach Information Overload war, den ich euch nicht zumuten wollte. Das war ein bisschen, das habe ich sogar selbst dann gedacht, Alter, was hast du denn da wieder für einen Scheiß geredet? Aber gut. Ja, wie gesagt, es ist erst kurz vor 10. Ich sage erst, weil, wie gesagt, mittlerweile habe ich die Nachteulen-Phase akzeptiert. Und ja, mal gucken, wie viel ich jetzt noch geschafft bekomme. Ich habe auf jeden Fall Lust, noch weiter dran zu arbeiten. Ich sitze nur gerade an einem sehr schwierigen Kapitel. Ungefähr dieselbe Situation wie gestern. Und zwar ist das wieder diese neue Perspektive von dem einen sehr merkwürdigen Charakter. Und es ist wieder ein sehr langes Kapitel und ich bin am Überlegen, ob ich es vielleicht teilen sollte. Aber dann müsste ich wieder umschreiben und das ist alles gerade ein bisschen... Außerdem ist es sehr passiv. Gut, der Charakter ist auch extrem passiv, also wirklich extrem passiv. Aber so langsam hole ich sie aus ihrer Passivität heraus und lasse sie endlich handeln. Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass das so unglaubwürdig gilt, weil am Anfang ist sie halt, wie gesagt, sehr passiv. Ich will gar nicht so viel verraten, aber sie ist halt sehr zurückhaltend und sehr in sich zurückgezogen und keiner nimmt sie so richtig wahr und sie nimmt auch nicht teil am Geschehen so wirklich. Aber jetzt in diesem Kapitel springt sie so eher über ihren Schatten und überwindet ihren inneren Schweinehund oder was auch immer und ja, wird Teil eines, gefährlichen Unterfangens. Teilweise gefährlich, es kommt drauf an, auf welcher Seite man steht. Und da habe ich ein bisschen Schiss, dass das jetzt gerade nicht ganz so plausibel klingt. Da muss ich meine Testleser fragen, was die davon halten. Aber ich habe gedacht,
Ich mache jetzt eine kleine Pause, weil ich so mitten in dem Kapitel drin bin. Mir fehlen noch ungefähr 5 oder 6 Seiten davon, dann habe ich es durch. Aber nachdem ich da jetzt schon wieder eine halbe Stunde dran sitze, möchte ich gerne eine Pause machen und versuche mich mit einer Folge von Girlboss zu motivieren. Die Serie fand ich damals, als sie rausgekommen ist, richtig, richtig gut und auch so, wie sich Sophia verhält. Trotzdem finde ich, glaube ich, ist die Serie und die Message dahinter und dass es auf einer wahren Geschichte beruht, ziemlich motivierend. Und deswegen dachte ich, ist das jetzt die perfekte Serie für die nächsten, weiß nicht, paar wenigen Tage, die sie mir reichen wird, um wieder meinen eigenen Girlboss bzw. Boss Lady, was ich übrigens besser finde als Girlboss, zu aktivieren. So, jetzt habe ich genug gelabert und mache jetzt wie gesagt eine Pause und dann sehen wir uns im nächsten Schnipsel mit einem neuen Update und hoffentlich ein paar mehr korrigierten Kapiteln. Wir werden sehen. Update für diesen Vlog. Ich habe das schwierige Kapitel 19 geschafft. Das war echt ein ganzes Stück Arbeit, weil es alles sehr passiv war. Ich habe jetzt vieles in Dialog umgewandelt, was einiges an Zeit gekostet hat. Kapitel 19 war das zeitintensivste Kapitel mit über einer Stunde Arbeit insgesamt. Aber es ist fertig und Kapitel 20 ist auch fertig und es sind nur noch 5 Kapitel, warte, 5 Kapitel, ich muss kurz nachzählen. Mathe ist nicht meine Stärke. 5 Kapitel sind es tatsächlich nur noch. Und lass mich gucken. Meine Tabelle sagt, dass es noch 2,01 Stunden dauert, bis ich mit dem Buch, mit der Überarbeitung Nummer 1 fertig bin. Ich werde aber jetzt nicht mehr weitermachen, weil es langsam spät wird. Es ist schon nach 12 Uhr und ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ich denke, ich werde jetzt vielleicht noch eine Folge Girlboss gucken. Und dann morgen weitermachen und morgen die restlichen 5 Kapitel schaffen. Das geht auf jeden Fall. Nachdem ich heute ja schon 8 Kapitel geschafft habe, ist das, glaube ich, ein Zuckerschlecken oder Kinderspiel oder was auch immer. Irgendwie habe ich in letzter Zeit was für Redewendungen. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, das werde ich morgen fertig machen und dann denke ich, dass ich morgen auch noch ein paar Marketing-Sachen erledigen werde für Buch 1 und Buch 2 vom Hexenprojekt. Und ja, es geht auf die Buchmesse zu. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Wow, eigentlich wollte ich noch in die Stadt fahren und ein Geschenk für meine Lektorin besorgen. Falls ich die auf der Messe sehe, ich habe keine Ahnung. Wann mache ich das am besten? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, morgen brauche ich relativ viele Arbeitsaufgaben, weil ich die Nacht durchmachen werde, damit ich dann am Freitag, am Tag vor der Buchmesse, so müde bin, dass ich früh ins Bett gehe, anstatt noch bis 12 Uhr, 1 oder 2 wach zu sein, weil ich eigentlich schon um 3 Uhr wieder aufstehen muss, damit ich meinen Bus erwische, der mich dann zum Bus bringt, der mich dann nach Frankfurt bringt, wo ich dann 2 Stunden wahrscheinlich oder noch länger mir die Zeit totschlagen muss am Bahnhof, bis es dann endlich zur Messe geht. Also es ist alles ein bisschen suboptimal gelaufen von der Planung her, aber dafür hat es nicht so viel gekostet. Und seitdem ich auf Instagram vorhin meine Story gepostet habe, dass ich nur noch 6 Kapitel übrig habe für diese Korrektur und einen Music-Sticker mit Lana Del Rey's Season of the Witch da reingemacht habe, habe ich mega den Ohrwurm von diesem Lied. Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit gehört, während ich das letzte Kapitel korrigiert habe. Und ich denke, morgen wird das auch weiterhin in meinem Kopf gehen. Ich sitze schon die ganze Zeit am Schreibtisch hier und singe die ganze Zeit. Nein, okay, ich singe hier nicht. Weil ich kann nicht singen und das möchte ich euch ersparen. Und es ist auch schon mittlerweile extrem spät. Das heißt, das war's für diesen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nicht ganz so viel geschafft, wie ich gedacht habe, dass ich schaffen könnte. Aber meine Motivation ist zurück und ich habe endlich wieder mal gescheit was gearbeitet und kann stolz auf mich sein. Und falls ihr auch stolz auf mich seid, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, auch wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns entweder morgen im nächsten Vlog oder in einem anderen Video. Ich musste gerade kurz nachdenken. Ich bin schon wirklich sehr müde. Von mir, was immer ihr jetzt tut, viel Spaß, viel Erfolg, ganz viele tolle Ideen, Inspiration, Motivation für eure Schreibprojekte. Und dann sehen wir uns, wann immer ihr mögt, in irgendeinem meiner anderen Videos oder auf Instagram. Auf Wiedersehen!
Thank you.